Tochter? Ich muss mal kurz was klären. Oh, ist dir das jetzt peinlich? Sag mal, denkst du eigentlich nur über dein Alter nach? Legst du dir was weg? Zu Erben gibt's nicht bei Katzen, wie du weißt, ja? Also, spar schön, dann ist die Mama zufrieden. Damit Ihre Mutter Sie nicht überrascht, machen Sie jetzt die Sparkassen-Altersvorsorge. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Pressekonferenz, zur Vorstellung meines Teams, zwecks Bewerbung eines neuen Präsidiums am 20. September, neues Präsidium für die Offenbacher Kickers. Ich darf mich zunächst ganz kurz vorstellen, mein Name ist Frank Ruhl. Ich bewerbe mich um das Amt des Präsidenten. Eben an diesem besagten Tag. Über mich ist schon einiges geschrieben worden. Kurze Daten. Ich bin 57 Jahre alt, werde dieses Jahr noch 58, bin selbstständiger Kaufmann. Allerdings in meinem vorhergehenden Berufsleben jahrelang in führenden Positionen des deutschen Anlagen- und Maschinenbaus tätig gewesen. Ja, zunächst möchte ich, meine Damen und Herren, mein Team vorstellen, denn das soll heute ein bisschen im Vordergrund stehen und anschließend ein paar Informationen über den Leitfaden. Was haben wir uns so vorgestellt für unsere Arbeit, sollten wir an diesem besagten Tag gewählt werden. Ich darf anfangen zunächst zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken, Frau Barbara Klein. Frau Barbara Klein ist bekannt im ganzen OFC-Umfeld, im Verein natürlich, aber weit darüber hinaus. National bekannt und wird bei uns die Aufgabe, die sehr wichtige Aufgabe des Kontaktmanagements, so will ich es mal bezeichnen, aufnehmen. Das betrifft sowohl Fans, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Ich habe mal in der Presse den Begriff geprägt, Außenministerin. Die Aufgabe selbst geht natürlich darüber hinaus, aber Außenministerin, finde ich, ist so ein ganz schöner Titel, Barbara. Dankeschön, ja. Darüber hinaus wird Barbara Klein auch intern Ansprechpartner für die wichtige Handballabteilung sein. Wir dürfen nicht vergessen, die Handballabteilung hat immerhin beim OFC fast 400 Mitglieder und auch der Handball braucht einen offiziellen Ansprechpartner im Präsidium und diese Aufgabe wird dankenswerterweise Barbara Klein dann übernehmen. Ganz rechts außen als Kandidat für das Schatzmeisteramt ist unser Junior. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist Thomas Zahn Junior, der im OFC-Kreisen allzeit bekannte Thomas Zahn Senior. Beide betreiben eine Steuerberaterkanzlei in Mülheim am Main. Der Vater war schon hinreichend bekannt und als Schatzmeister und in anderen Funktionen beim OFC tätig. Thomas Zahn Junior wird also offiziell kandidieren für das Amt des Schatzmeisters. Unterstützt, das sage ich gleich dazu, wird er fachlich, aber auch was den OFC-Background angeht, durch seinen Vater. Thomas Zahn wird nachher, genau wie Barbara Klein, noch einiges zu ihren jeweiligen Bewerbungen und ihren Programmen oder Vorstellungen noch selbst sagen. Zu meiner Linken, Oliver Roth. Oliver Roth, OFC-Fußballidol der späten 90er Jahre, kann ich sagen. Hört sich auch nicht wie, als wenn ich 100 wäre. Ja, gut, ganz so alt bist du noch nicht. Siehst auch noch ganz taufrisch aus. Und Oliver Roth wird bei uns das Amt des technischen Direktors Sport übernehmen. Er wird also Ansprechpartner für sämtliche Fußballabteilungen beim OFC sein, immer vorausgesetzt, wir werden gewählt. Auch Oliver wird nachher noch einiges zu seinen Vorstellungen, sportlichen Vorstellungen vor allem natürlich sagen. Ich darf ebenfalls vorstellen, ganz links außen, von Ihnen rechts außen, Christian Heinemann. Christian Heinemann ist Rechtsanwalt hier in Offenbach und Herr Heinemann wird uns beraten, sofern es wieder zur Wahl kommt, in allen rechtlichen Fragen. Das heißt, er soll der neue Justiziar des OFC werden. Ich möchte es aber nicht versäumen, auch noch ein paar andere Herren vorzustellen, die auf der linken Seite von Ihnen aus gesehen rechts sitzen. Das ist die Crew der Senatoren.
möchte betonen, dass in der gesamten Bewerbungsphase diese Gruppe der Senatoren unsere Bewerbung zum neuen Präsidium unterstützt haben und uns auch in Zukunft unterstützen möchten, beziehungsweise den OFC unterstützen möchten, vor allem in Sachen wirtschaftliche Projekte. Ich darf mal im Einzelnen vorstellen, da ist Jürgen Bauer, ganz links außen. Jürgen Bauer ist Unternehmer, Reinigungsunternehmen in Obertshausen-Hausen. Daneben Donato Cisternino, Eigentümer Outdoor Emotion, Autohaus Seat hier in Offenbach. Dann Peter Roth, Unternehmer im Baumaschinengeschäft in Hattersheim, also mein Taunuskreis. Und Uwe Zeiler, Glasereiunternehmer in Maintal, also mein Kinzigkreis. Ich möchte an der Stelle betonen, dass ich sehr dankbar bin, dass über die gesamte Zeit der Senatorenkreis unsere Bewerbung unterstützt hat und dies auch natürlich weiter tun wird. Bevor ich jetzt den einzelnen Kandidaten das Wort gebe, um sich selbst zu präsentieren und ihre Vorstellungen darzulegen, ein paar Grundausrichtungen für unsere Bewerbung und was wollen wir tun, was ist sozusagen unser Leitfaden als Mannschaft. Zunächst einmal die Grundausrichtung des OFC. An oberster Stelle steht, dass wir für den OFC und den OFC nachhaltig unter den Top 30 der deutschen Fußballclubs etablieren wollen. Das schließt natürlich zweite Liga, zweite Bundesliga mit ein, kann aber auch mehr sein. Der OFC ist und bleibt und soll bleiben ein bodenständiger Traditionsverein. Es ist in keinster Weise geplant, dass der OFC in irgendeiner Weise seine Tradition, seine Geschichte, ja seine ganze Kultur vergisst, sondern wir bleiben bodenständiger Traditionsverein. Mit Schickimicki haben wir nichts zu tun. Alle gesellschaftlichen Schichten, alle Generationen sollen sich mit dem OFC auch in Zukunft identifizieren. Meine Damen und Herren, es gibt nur eine einzige OFC-Familie. Natürlich, jetzt im Vorfeld dieser Neuwahl, auch dieser Auseinandersetzung, da gibt es Disput. Aber wenn die Wahl, und das ist unsere feste Auffassung, mal gelaufen ist, abgeschlossen ist, kann es nur noch ein Vorwärts geben, ein Verein, eine OFC-Familie. Was ist der Fußballsport Offenbacher Kickers? Die Offenbacher Kickers waren immer bekannt für, ich spreche jetzt von der Fußballmannschaft im engeren Sinn, Einsatz, Fleiß, Schnelligkeit, Kampfkraft. Ein Name für viele andere, Hermann Huber. Das ist Markenzeichen des gelebten OFC-Fußballsports. Und das soll auch so bleiben und hat natürlich dann nachher auch Einfluss auf die sportliche Strategie. Da wird dann Olli Roth einiges dazu sagen. Tradition ist aber mehr als Geschichte. Tradition muss etwas zum Anfassen sein. Tradition wird nach unserer Auffassung vor allem durch verdiente ehemalige Spieler, auch Funktionäre, geprägt. Diese in der Nähe des Vereins, des Clubs zu halten, ist bleibende, stetige Aufgabe einer Vereinsführung. Denn nur durch Idole wird auch die Jugend geprägt und eifert diesem Idol nach. Und wenn wir bei Jugend sind, dann ist auch ein Credo von uns, Nachwuchs, der Nachwuchs wird als Chance begriffen und als soziale Aufgabe und ist kein Anhängsel in irgendeiner Art und Weise. Ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit, Grundsatz unserer Arbeit soll sein, finanzielle Seriosität vor waghalsigen Einzelentscheidungen. Eine einzige Entscheidung für oder gegen etwas darf den Verein als Ganzes nicht gefährden. Wenn wir über Strukturen sprechen, müssen wir beim OFC eine Zweiteilung im Wesentlichen vornehmen. Zum einen die OFC Kickers GmbH und den Verein selbst im engeren Sinne.
Die OFC Kickers GmbH ist, wie Sie alle wissen, vor 2 Jahren gegründet worden und ist eine Profi-Fußballsport GmbH. Und hier gilt es grundsätzlich, im Gegensatz vielleicht zu einer Vereinsführung, eine professionelle Unternehmensführung. Das heißt, wir müssen mit der OFC Kickers GmbH sehr nah auch an wirtschaftliche Grundtatbestände nicht vorbeigehen. Das heißt, wir müssen die Strukturen und die Organisation professioneller aufstellen. Das fängt zum einen bei der Berufung von Geschäftsführer bzw. Geschäftsführern an. Es ist unsere Absicht, in Zukunft sowohl mit einem kaufmännischen Geschäftsführer als auch mit einem sportlichen Geschäftsführer zu arbeiten. Und zwar unter Vollprofibedingungen. Also so wie es vielleicht in der Vergangenheit doch der Fall war, dass wir halbtags Geschäftsführer hatten, das ist eine Sache, die wir doch umwandeln wollen. Die Geschäftsführer sind für die operativen Entscheidungen und die Durchsetzung dieser Entscheidungen voll verantwortlich und müssen ihre ganze Arbeitskraft auch für diese Profi-GmbH einsetzen. Wir müssen in dieser OFC Kickers GmbH lückenlos eine wirtschaftliche und finanzielle Analyse anstellen. Die ist überhaupt erstmal Grundlage, um einen Masterplan oder wie auch viele sagen Businessplan erstellen zu können. Meine Damen und Herren, wir sind als neues Team, als nicht etabliertes Team natürlich daran gebunden, auch die entsprechenden Daten und Zahlenmaterialien und Fakten überhaupt zu besitzen. Derzeit sind wir von diesem Informationsfluss abgeschnitten. Insofern müssen wir eben den Tag X abwarten und müssen dann auf diesen Fakten, die wir dann vorfinden, auch den entsprechenden Businessplan erstellen. Wir werden einvernehmliche Gespräche mit Darlehensgebern, Sponsoren und Geschäftspartnern suchen. Auch dies, meine Damen und Herren, ist in der Vergangenheit schon geschehen. Das heißt, insbesondere Barbara Klein und meine Wenigkeit, wir haben also sehr viele Persönlichkeiten besucht, mit diesen Gesprächen geführt und sie eventuell auf ein neues Präsidium vorbereitet und wollten natürlich deren Meinung hören. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir auf keine nennenswerte Widerstände gestoßen sind, sondern dass man das wohlwollend, positiv, natürlich mit gebotener Zurückhaltung sieht. Umgestaltung fängt aber auch mit kleinen Dingen an, mit scheinbar kleinen Dingen. Das fängt zum Beispiel bei der Geschäftsstelle an. Wir brauchen unbedingt eine bessere Ablauforganisation auf der Geschäftsstelle selbst. Die Geschäftsstelle muss immer erreichbar sein, die Abläufe müssen klar sein, eine klare Kontrolle und Zuordnung der Aufgaben muss gegeben sein. Hier sehen wir deutliches Verbesserungspotenzial. Aber auch bei der Profimannschaft selbst gibt es Defizite. Ich meine jetzt nicht den sportlichen Bereich im engeren Sinne. Wir wollen überhaupt keine Diskussion über Trainer, Mannschaft, Taktik oder solche Dinge, sondern es gibt einfach auch Dinge, wenn ich an Trainingsbedingungen denke, wenn ich an Physiotherapie und diese begleitenden Dinge denke, gibt es auch hier noch einen erheblichen Handlungsbedarf, den wir aufgreifen wollen und auch mit externen finanziellen Mitteln versuchen zu verbessern. Last not least gilt für die Profi GmbH auch, das konnte ich selbst feststellen, weil ich eine Zeit lang selbst Mitglied des Aufsichtsrats der Profi GmbH war, eine deutlich verbesserte Informationspolitik. Der Aufsichtsrat muss stärker in die Entscheidungsfindung und in die Kontrolle eingebunden werden. Dazu bedarf es eines klaren Informationssystems. Ich selbst habe mir schon entsprechende Management-Informationssysteme, die für Bundesliga-Clubs geeignet sind, und wir sind ein Bundesliga-Club, auch wenn in der dritten Liga, installiert werden, sodass wir also dann auch dem Aufsichtsrat und dem Management für sich selbst sowieso und dem Präsidium entsprechende Grundsatzinformationen zur Verfügung stellen, aufgrund deren dann auch vernünftige Entscheidungen gefällt werden können, insbesondere was die Entscheidungen im Hinblick auf ihre finanzielle Auswirkung angeht.
Die UFC Kickers e.V., also der Verein selbst, hat natürlich eine andere Unternehmensphilosophie als eine Profi-GmbH. Hier tritt an die Stelle einer professionellen Unternehmensführung eher eine kameradschaftliche Vereinsführung. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass selbstverständlich viele ehrenamtliche Mitarbeiter in diesem Verein tätig sind, das heißt nicht bezahlte Mitarbeiter, freizeitopfernde Mitarbeiter, die mit persönlichem Engagement hier sehr vieles leisten. Das ist natürlich etwas anderes als ein bezahlter Geschäftsführer, ein bezahlter Trainer oder wer auch immer im Profibereich tätig ist. Nicht zuletzt natürlich vor allem die Spieler. Wir wollen, und das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern das ist unser absolutes Credo, die Jugendarbeit deutlich stärken. Zu diesem Zweck wird also auch insbesondere hier zu meiner linken Hand der Senatorenkreis auch mit finanziellen Mitteln sich daran beteiligen. Aber auch die Profi GmbH muss sich an der Jugendarbeit in anderer Form zukünftig beteiligen. Wir brauchen zu jedem Saisonbeginn eine fixe Budgetierung, sodass der Jugend- und Amateurbereich klar planen kann. Das werden keine Millionenbeträge sein, aber das werden ausreichende Mittel sein, sodass wir also dort sagen können, die Jugendarbeit und auch die Amateurarbeit, wir dürfen nicht vergessen, unsere zweite Mannschaft spielt in der Hessenliga, muss auf einer gesicherten finanziellen Basis stehen. Auch die Trainings- und Spielbedingungen müssen analysiert werden. Es gibt Handlungsbedarf auch gerade, auch wenn er neu ist, am Wiener Ring das Gelände. Auch hier müssen einige Dinge gerade gerückt werden, was die Trainingsbedingungen angeht. Unter der Führung von Olli Roth, da wird er nachher sicherlich noch einiges näher dazu ausführen, werden wir einen Maßnahmenkatalog erstellen, damit die Jugendmannschaften wieder in die absolute Topspitze gelangen können. Auch die Amateurmannschaft, sprich die U23-Mannschaft, muss in der Spitzengruppe ihrer jeweiligen Liga, im Moment ist das die Oberliga Hessen, in der Spitze spielen, damit eben der Abstand zur ersten Mannschaft nicht zu groß wird. Es muss immer 2, 3, 4 Spieler geben, die zwischen diesen beiden Mannschaften, sprich erste Profimannschaft und Hessenliga-Mannschaft hin und her sozusagen swingen können. Auch die Handballabteilung dürfen wir nicht vergessen. Ich kann alle nur mal einladen, mein Handballspiel in der Edith-Stein-Schule in Offenbach zu besuchen. Es ist eine Freude, die Begeisterung auch dieser Abteilung zu sehen und auch das Engagement der Handballabteilung, ich habe es vorhin schon erwähnt, immerhin 400 Mitglieder stark, muss gefördert werden. Hier wird sich Barbara Klein besonders engagieren, wird sie nachher wahrscheinlich auch ein paar Worte darüber verlieren. Auch hier gilt, das, was für die Profi GmbH gegenüber dem Aufsichtsrat gilt, muss auch gegenüber dem Verwaltungsrat, das ist ja das oberste Kontrollorgan in Bezug auf das Präsidium, nämlich der Verwaltungsrat, der muss eine deutlich verbesserte Informationsquelle bekommen, um entsprechend auch vernünftige, gut fundierte Entscheidungen mittragen zu können. Neben der UFC Kickers GmbH und dem Verein gibt es aber auch noch das Umfeld, was zu berücksichtigen ist. Der UFC Kickers, die UFC Kickers e.V. und auch GmbH müssen ein seriöser, kommunikativer und transparenter Partner der Wirtschaft und überhaupt der gesamten Öffentlichkeit in Offenbach, darüber hinaus im Umland und in ganz Hessen sein. Wir müssen auch in unserer Arbeit die sozialen Rahmenbedingungen einer Stadt wie Offenbach berücksichtigen. Es fällt auf, wenn man das mal genauer analysiert, dass wir eigentlich heute unser Hauptpotenzial im Landkreis Offenbach haben und oftmals gar nicht mehr in der Stadt selbst. Die Bevölkerungsstruktur hat sich in den letzten 20, 30 Jahren verändert. Wir haben einen sehr hohen Ausländeranteil hier in Offenbach. Und wir müssen an die ausländischen Gruppen heran, dass sie auch hier für unseren Fußballclub geworben wird. Und dass nicht immer nur AEK oder Athen oder PAOK Saloniki oder
Fenerbahce Istanbul oder was auch immer, sondern dass die jungen Leute auch eine Begeisterung für unseren Club UFC Kickers gewinnen, aus dem wir dann wiederum natürlich Honig saugen können für unsere Nachwuchsarbeit. Wir müssen die Fanclubs stärker in unsere Arbeit einbeziehen. Barbara Klein und ich, wir haben Fanclubs besucht. Auch die Waldis, also unsere Traditionsmannschaft, muss in die tägliche Arbeit, zumindest periodisch, eingebunden sein. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die Waldis auch im Verwaltungsrat vertreten sind, genauso wie die Handballabteilung. Wobei ich sehe gerade Herrn Weil, Sie sind ja bei den Waldis, ne, soweit ich weiß. Also insofern muss ich mich da ein bisschen korrigieren. Fällt mir gerade jetzt. Okay, es stehen den Waldis nah. Okay, dann habe ich doch mit meiner Aussage recht. Der Herr Schill, genau. Gut. Also die Waldis müssen näher heran vielleicht. Doch. Ja, wie geht es dann weiter, wenn wir gewählt sind? Wir müssen natürlich Gespräche sofort führen mit der Geschäftsleitung, mit dem Aufsichtsrat und dem Verwaltungsrat. Hier muss Konsens herbeigeführt werden, in dem, was wir tun und machen wollen. Wir brauchen eine objektive, sachliche Analyse der Finanzen und der sportlichen Situation. Nun gut, bei der Profi GmbH sportlich vordergründig ist das klar. Wir brauchen montags die Tabelle anzugucken, dann wissen wir nach dem Motto, die Tabelle lügt nicht, da wissen wir schon einiges. Aber natürlich müssen wir hinter die Kulissen schauen. Wir müssen ein Vertragscontrolling, ich habe vorhin Herrn Heinemann vorgestellt, wir müssen uns die Verträge, die wesentlichen Verträge genau angucken und schauen, was wir hier vielleicht sogar verbessern können. Wir müssen die Gespräche mit unseren Geschäftspartnern daraufhingehend intensivieren. Kurz, ich habe es vorhin angedeutet, wir brauchen Maßnahmenpläne, Businesspläne für alle Teilbereiche, insbesondere natürlich für den Finanzbereich und den Sportbereich. Wir brauchen aber auch einen Maßnahmenkatalog, wie wir neue Sponsoren gewinnen können. Barbara Klein und ich haben bei unseren Rundgängen sozusagen in der Sponsorenwelt, in der Geschäftswelt feststellen können, dass es doch teilweise Frustration über unseren Club gibt, dass es viele Geschäftsleute gibt, die sich von den Kickers, die früher dabei waren, abgewandt haben, die aber wieder zu gewinnen sind und auch wieder gewonnen werden können. Ich habe das vorhin schon gesagt, bei dem Jugendbereich, die Senatoren haben sich bereit erklärt, ein finanzielles Sofortprogramm. Ich darf die Summe mal nennen. Das sind 50.000 Euro, wollen wir sofort bereitstellen für den Jugendbereich, damit wir hier vernünftige, mal jetzt kurzfristig eine vernünftige Basis haben, um weiterarbeiten oder besser arbeiten zu können. Auf den operativen Arbeitsebenen, das ist mir auch ein Anliegen, weil da gibt es auch schwammige Gerüchte, dass also jetzt ein Kahlschlag auf den Arbeitsebenen, also sprich Geschäftsstelle in den sportnahen Bereichen oder sonst Amateurbereichen stattfinden wird. Mitnichten ist der Fall. Neuorganisation heißt nicht Kahlschlag bei den Mitarbeitern, sondern Neuorganisation heißt, es werden Ziele formuliert, es werden Maßnahmen formuliert, es werden vielleicht neue Arbeitszuordnungen stattfinden. Und jeder Mitarbeiter bekommt natürlich die Chance, sich zu bewähren und hier sein Bestes zu geben. Also um es mit einem Wort zu sagen, das Gute bleibt. Wir werden hier keinen Kahlschlag machen. Grundsätzlich möchte ich was zur Führung sagen. Ich glaube, das kann hier jeder an dem Tisch, wie auch da drüben an dem Tisch, bestätigen. Alle Entscheidungen, alle Programme werden im Team getroffen. Und werden auch im Team durchgehalten und durchgesetzt. Es gibt keine Einzelentscheidung nach Gutsherrenart. Das hat es auch im Vorfeld nie gegeben. Ich gucke meine Leute hier einzeln an. Und insofern wird das natürlich dann bei einer entsprechenden Wahl auch weiterhin so sein. Lassen Sie noch ein persönliches Wort sagen. Ich habe mir fest vorgenommen, zumindest mal im nächsten halben Jahr eine hohe persönliche Anwesenheit auf der Geschäftsstelle zu haben, um den Veränderungsprozess stringent, zeitnah umsetzen zu können.
Natürlich wird das alles im Einvernehmen mit diesem Gremium, mit Aufsichtsrat. Wenn es um die Profi GmbH ist, hauptsächlich der Aufsichtsrat, der Profi GmbH, der Ansprechpartner und natürlich der Geschäftsführung stattfinden. Aber aufgrund der finanziellen Zahlen, meine Damen und Herren, ist Eile geboten. Und wir müssen hier powern und dürfen die Zeit nicht verschlafen. Ein weiteres Anliegen uns im Bereich des Vereins ist die deutliche Erhöhung der Mitgliederzahl. Auch hier wird es ein Sofortprogramm geben, wobei ich gehört habe, dass aufgrund, sagen wir mal jetzt dieses Wahlkampfs in Anführungszeichen, doch erhebliche Zuläufe an Mitgliedern sind, sodass das zumindest diesen positiven Effekt hat. Ja, das ist so in kurzen Worten das Programm. Sie können natürlich und dürfen mehr erwarten während der Mitgliederversammlung. Dort wird es natürlich eine programmatische und noch detailliertere Rede geben. Das hier heute in der sozusagen Pressekonferenz, das ist ein paar Highlights unserer Vorstellungen. Ich darf jetzt Barbara bitten, dass sie vielleicht sich noch mal ganz kurz vorstellt, für diejenigen, die sie noch nicht kennen, was ich mir schwer vorstellen kann, und doch auch ein paar Worte zu ihrer Arbeit sagt. Barbara, bitte. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Frank, recht herzlichen Dank für deine gute Ausführung, detaillierte Ausführung. Ich glaube, bei jedem ist irgendetwas hängen geblieben, was auf Früchte tragen wird, was eine Transparenz gezeigt hat. Ich glaube, ich brauche mich wirklich nicht vorzustellen. Ich habe das OFC-Virus schon über 34 Jahre in mir. Wie jeder weiß, war ich mit Waldemar Klein so lange verheiratet und diese OFC-Probleme haben sich tagtäglich bei uns zu Hause abgespielt oder es wurde so gelebt. Und aufgrund dessen habe ich mich dann auch nach einigen langen Unterredungen dazu bereit erklärt, mich diese Position anzunehmen. Da muss ich sagen, das waren die Senatoren. Natürlich war es in der Grundbasis Thomas Keil, der die Senatoren gegründet hat. Der Frank Ruhl als Sprecher der Senatoren, dann als Dieter Müller nur ganz kurz erwähnt, sein Amt niederlegen wollte oder nicht mehr weitermachen wollte, wurde der Frank Ruhl gefragt, ob er das Präsidentenamt übernehmen würde. Daraufhin haben sich Strukturen ergeben. Ich war begeistert davon, weil ich sage, das war ein wunderschönes System in dem Gesamtkomplex gesehen. Es hat sich dann alles anders ergeben, aber ich habe damals gesagt und sage es auch heute noch, ich habe einmal Ja gesagt bei den Senatoren, auch bei den Herrn Ruhl. Ich wehe deswegen nicht die Fahne nach einer anderen Seite. Ich möchte meine gerade Linie durchgeben. Ich bleibe dabei, sehe die Aufgabe auch als eine Herausforderung für mich selbst, um eigentlich im Sinne von Waldemar das Erbe, was ich oder wir alle angetreten haben, weiterzuführen, auch die Seele des Vereins wieder aufzubauen, denn wir alle wissen, auf der Waldemar-Klein-Tribüne in dem wunderschönen neuen Sparta Bank Hessen-Stadion ist sehr viel kaputt gegangen, die Fans haben sich gespalten, teilweise auch diese Fans auf der Haupttribüne, das heißt die Sponsoren und die Mitglieder, und das sehe ich als meine Aufgabe, zu versuchen, schnellstmöglich irgendwie alle wieder unter einen Hut zu bringen, das Alte zu praktizieren, was wir jahrelang praktiziert haben. Auch sollen die Fremden oder alle Leute oder sagen wir mal gegnerischen Vereine, die zu uns kommen, sollen wieder Angst vor dem Biberer Berg haben. Das heißt nicht nur vor unserer Mannschaft, natürlich selbstverständlich erst vor unserer Mannschaft, dann aber auch vor den Fans, weil die Fans sollen immer hinter der Mannschaft stehen. Natürlich werden sie auch so wie ich auch oder wir alle auch Kritik ausüben, mal meckern, wie das so schön heißt, obwohl man mir gesagt hat, ich dürfte nicht so meckern, weil mein Meckern würde nach draußen anders interpretiert, als wie es eigentlich ist. Aber ich denke, wir alle, dem Fußball nahe sind, egal welcher Sport, auch dem Handball, man meckert, wenn einem was nicht gefällt, oder ich sage nicht meckern, man kritisiert, ob positiv oder negativ. Ich habe, oder ich mache es sehr gerne, habe es mit Waldemar auch sehr, sehr lange praktiziert,
bei Politik, Wirtschaft und Gesellschaft uns einzubringen, auch diese Verbindung weiterhin zu pflegen. Das habe ich ja diese anderthalb Jahre jetzt im Hintergrund auch getan. Das werde ich auch weiterhin tun, egal wie die kommende Wahl ausgehen wird, weil ich einfach sage, der Verein muss sich nach Andersdraußen präsentieren, es muss etwas passieren. Der leicht negative Ruf, den wir nun einmal haben, das heißt dann oft, ach, die Offenbacher Kickers. Nein, es muss heißen, die Offenbacher Kickers, wir gehen gerne zu den Offenbacher Kickers, wir sprechen auch gerne. Und bis früher war es immer so, also über die hessischen Grenzen hinaus hat man von den Offenbacher Kickers gesprochen. Ich möchte, dass das auch wieder so wird. Natürlich spielt der sportliche Rahmen da eine Riesenrolle, für meine Begriffe sogar die größte Rolle. Denn wenn wir keinen Erfolg haben, wird immer negativ von uns gesprochen. Haben wir aber Erfolg oder mittelmäßigen Erfolg, dann spricht man wohlwollend von uns. Die Fans stehen dann hinter der Mannschaft. Auch muss immer unser Endziel sein, die zweite Liga. Niemals sagen, wir haben Zeit. Das haben wir im Grunde nicht. Denn bei diesem wunderschönen Stadion gehören wir in die zweite Liga. Wir gehören nicht woanders hin. Wir gehören in die zweite Liga. Müssen das auch ausüben, praktizieren. Was ich für wichtig halte, dass wir, die Sponsoren, die Mitglieder und die Fans und die Mannschaft draußen eine Sprache sprechen, wir auch nach draußen so benehmen, verhalten, dass wir alle eine gemeinsame Visitenkarte sind und dass wir wieder über den OFC normal oder angenehm spricht. Weiterhin sage ich, ich möchte die Handballabteilung unterstützen, weil die im Moment war sie immer, ich will nicht sagen ein notwendiges Übel, aber sie ist nebenher gelaufen, sie wurde bis dato top gefüllt. Man kann in die Bücher gucken, auch ich war öfters schon bei den Handballern, es ist ein unwahrscheinlich schönes Miteinander, auch ein gutes Nebeneinander. Wir sollen die mit involvieren, mit einbringen, genauso unsere Damenfußballmannschaft und wo ich halt speziell großen Wert drauf lege. Wir haben jetzt die Waldis, 25 Jahre haben die ein Jubiläum gefeiert. Die Waldis sind ein Bestandteil des Vereins und waren es schon immer. Und wir wollen sie näher oder alles näher an dem Verein heranbringen. Und das wird meine Aufgabe sein, oder ich strebe diese Aufgabe ab. Natürlich lasse ich die Politik, die Wirtschaft nicht aus. Im Gegenteil, ich werde dann versuchen, alles Mögliche zu tun, weil einfach viele aus der Wirtschaft und aus unserem Sponsorenkreis, die sind nicht mehr bei uns, haben aber schon signalisiert, wenn sich etwas verändert, kommen sie gerne wieder zurück. Und ich denke, dafür sollten wir dankbar sein, dass die Leute einfach den Willen haben, wiederzukommen. Und das müssen wir pflegen. Das ist so im Moment meine Aufgabe. Aber ich denke einfach, wenn ich mir die Waldemar-Klein-Tribüne angucke und gucke mir Block 2 an oder die anderen auch, wie differenzierte Meinungen das es gibt, wie diskutiert wird teilweise im Kaisersbad. Wir dürfen uns dann nicht beschweren, wenn sie pfeifen oder ausbuhen. Ich glaube, wir alle, sage ich immer, sollen alles Mögliche dafür tun, dass diese Guten, die bei Wind und Wetter kommen, mit wenig Geld das Optimale für den Verein auch bringen, dass wir die hegen und pflegen und sie mit in unser ganzes Konzept involvieren. So. Gut, schönen Dank, Barbara. Ich nehme vor allem eins mit, also die Gegner sollen wieder Angst vor dem Biberer Berg haben. Korrekt, das hätte ich gerne. Das aber ich glaube, so. Vor dir braucht keine Angst zu haben. Das hoffe ich doch. Gut. Gut, dann würde ich Thomas Zahn Junior bitten, sich mal ganz kurz vorzustellen, denn da glaube ich schon, als unser Youngster, dass du noch nicht so dem breiten Publikum bekannt bist und vielleicht auch ein paar Highlights deiner Arbeit oder deiner Vorstellungen, wenn du gewählt wirst, mal uns präsentierst. Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Thomas Zahn, ich bin 37 Jahre alt, Steuerberater von Beruf. Mein beruflicher Werdegang schreibt sich wie folgt. Ich habe also ein betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen bei der FH Worms mit dem Titel Diplom-Betriebswirt. Anschließend habe ich schon einen Masterstudiengang absolviert zum Master of International Taxation, mit dem Ziel natürlich dann daraufhin Steuerberater zu werden, das ich auch dann geworden bin. Seit 2008 führe ich die Geschäfte der Zahn- und Zahnsteuerberatungsgesellschaft in Mülheim. Zurzeit haben wir ca. 22 Mitarbeiter mit meinem Vater zusammen. Privat bin ich seit mehreren Jahren in einer festen Beziehung, habe einen Sohn, der 1,5 Jahre alt ist und noch eine Stieftochter mit 4 Jahren. Hobbys sind Reisen, Fitness und natürlich mein Beruf als Steuerberater. Selbst habe ich auch mal 11 Jahre Fußball gespielt, allerdings nicht bei den Kickers, sondern bei den TuS Froschhausen war ich gewesen, im Mittelfeld. Olli, also wenn du Unterstützung brauchst. Für die Waldis, ja. Okay.
Meine persönliche Motivation ist, ich bin quasi gebürtiges OFC-Fanmitglied seit 37 Jahren, also eben Verein-Mitglied, also optisch sogar überholt sozusagen. Dank meines Vaters, der hat mich also am 21.04.75 angemeldet. Ich möchte mich dieser Herausforderung natürlich stellen. Ich stelle mich also hier klar zur Verfügung. Mein Vater als alter OFC-Profi wird mich natürlich mit seinen Erfahrungen unterstützen. Das heißt also auch Zahn und Zahn bei den Kickers. Zu den Zahlen kann ich also leider noch nichts sagen, da ich also auch noch keinen Einblick hatte in die Zahlen. Ziel wird es sein natürlich, also erstmal diese wirtschaftliche Analyse. Ich denke, da werde ich einen großen Part übernehmen. Die Einschätzung zu machen, wie der Verein dasteht und die GmbH natürlich. Nächste Aufgabe wird eine Konsolidierung sein. Sich mal genau die Ausgaben- und die Einnahmenseite angucken. Anschließend wir natürlich versuchen, das Eigenkapital aufzubauen. Und ich werde natürlich das Präsidium hier in allen wirtschaftlichen und finanziellen Fragen unterstützen. Danke. Schönen Dank, Thomas. Ergänzend möchte ich sagen, normalerweise wäre der Vater, also Thomas Zahn Senior, hier heute auch da. Aber er befindet sich im wohlverdienten Urlaub. Und aber zur Versammlung wird er selbst natürlich auch dabei sein. Jede Stimme zählt, ne? So, dann wollen wir weitergehen. Jetzt hier auf die linke Seite, die halblinks, möchte ich sagen. Aber früher warst du Mittelstürmer, gell? Ja. Ja, ich kam über links. Passt das schon. Ne? Also, links außen passt schon. Also Olli, wir sind auf deine Präsentation auch gespannt, wenn du uns ein paar Worte schenkst. Ja, die einen oder anderen kenne ich ja vom Wegsehen, die hier sitzen. Also von daher, glaube ich, so richtig vorstellen muss ich mich vielleicht nicht. Ich habe ein paar Jahre bei den Kickers gespielt, war eine ziemlich coole Zeit. Ich habe damals sehr, sehr viel erlebt, vor allen Dingen im Umgang mit den Anhängern. Und für mich war, erzähle ich auch heute noch gerne, eine der Schlüsselerlebnisse, dass wir es geschafft haben als Mannschaft, und zwar nicht nur als Mannschaft auf dem Rasen, sondern alles, was damit zusammenhängt, hat letztendlich als Team funktioniert, vom Platzwart über den Manager, über den sportlichen Leiter, Trainer und dann die Mannschaft, haben wir es geschafft, ein Spiel 5:0 zu Hause zu verlieren und wurden von den Fans gefeiert. Und dann Dieter Eckstein stand neben mir und der hat für Augsburg gespielt, die hatten das Spiel 5:0 gewonnen und hat die Welt nicht mehr verstanden. Das war deswegen ein Schlüsselerlebnis für mich, weil ich ein paar Jahre zuvor auch was Ähnliches erlebt habe, nämlich dass da auf dem Platz ein Team steht, vor dem man wirklich die Hosen voll hatte. Das war, als ich 17 war, habe ich erstmal auf dem Biberer Berg gespielt. Keine Angst, damals habe ich kein Tor gegen die Kickers geschossen, wir haben 6:0 verloren und es hätte auch 15:0 ausgehen können. Von daher ist da spätestens der Groschen für mich gefallen und seitdem stehe ich voll und ganz eben zu diesem Thema Kickers Offenbach. Will aber zu Beginn nochmal auf meine Außenministerin, unsere Außenministerin zurückkommen, der ich natürlich nur ganz ungern widerspreche. Aber in einem Punkt möchte ich es trotzdem jetzt schon machen. Ich glaube, dass wir, weil wir mehrere Baustellen gleichzeitig bearbeiten müssen, uns durchaus auch in Geduld üben müssen, was letztendlich dann den sportlichen Erfolg auf ganzer Linie angeht. Das bedeutet, drei Baustellen. Wir haben eine finanzielle Baustelle, von der wir nicht wissen, wie groß sie ist, wobei wir kleine Einblicke haben, aber der Frank Ruhl als Präsidentschaftskandidat hatte die Möglichkeit, da ein bisschen reinzuschauen. Wir wissen trotzdem nicht genau, wie es da ausschaut. Und da hängt natürlich letztendlich sämtliche Anschlussmaßnahmen hängen davon ab. Das Zweite ist, dass wir sicherlich auch schauen werden, und damit komme ich jetzt schon eigentlich zu den Absichten, die wir haben. Wir werden schauen von Seiten des Vereins, was passiert in der Profi-GmbH, welche Strukturen sind vorhanden, welche Konzepte sind vorhanden. Natürlich habe ich das ein oder andere mir schon angucken dürfen, mich auch informiert, denn ich kenne Sie ja alle, die dort letztendlich, oder die meisten von denen, die dort in Tätigkeiten sind. Aber habe natürlich noch kein umfassendes Bild von dem, was letztendlich dort hinter den Kulissen passiert und passiert ist. Das gleiche, zweite Baustelle ist natürlich der Nachwuchsbereich, der uns allen sehr am Herzen liegt und das ist auch hier keinerlei Lippenbekenntnis. Das hat man in der Vergangenheit immer gehört, weil traditionell die Jugendabteilung sehr, sehr viele Leute zur Mitgliederversammlung schickt, also braucht man diese Stimmen. Aber meine Hauptaufgabe in den letzten Wochen war eigentlich gewesen, dass ich mich um die Nachwuchsarbeit gekümmert habe beim OFC. Welche Strukturen sind da vorhanden?
Wir haben jetzt zum Glück eine Lizenzierung vom DFB bekommen für ein Nachwuchsleistungszentrum. Die Bedingungen am Wiener Ring sind hervorragend. Es gibt sicherlich gewisse Themen, die wir in Zukunft ansprechen werden und werden müssen, weil es gibt immer noch mal Dinge zu optimieren. Es gibt auch ein Konzept beispielsweise dort. Das heißt, es wurde im Rahmen der Möglichkeiten, die diese Leute hatten, in der Nachwuchsarbeit gute Arbeit gemacht. Aber zusammenfassend muss man sagen, wir sind im Seniorenbereich, im Lizenzspielerbereich, sind wir maximal viertstärkste Kraft im Rhein-Main-Gebiet. Wenn man ein bisschen weiter Richtung Wiesbaden geht, ist man eher fünftstärkste Kraft. Im Nachwuchsbereich kann man das auch wunderbar sehen. Da haben wir auch maximal die Nummer 4 im Rhein-Main-Gebiet mit ein bisschen gut Will. Wir haben aber beispielsweise jetzt auch Freunde aus dem Süden, die stark im Aufkommen sind. Was meiner Meinung nach als Analyse jetzt schon festzustellen ist, ist, dass wir einfach in der Entwicklung in den letzten Jahren massiv stagniert haben. Und das ist gar kein Vorwurf in erster Linie an irgendwelche Verantwortlichen, die das bisher gemacht haben, sondern das ist einfach nur eine schlichte Feststellung. Und Stagnation ist automatisch auch Rückschritt, denn andere entwickeln sich weiter. Der FSV Frankfurt ist, um die mal zu nennen, im Moment im Nachwuchsbereich, aber auch im Seniorenbereich, in der Struktur, meilenweit voraus. Nicht uneinholbar, aber im Moment meilenweit voraus. Und auch im Nachwuchsbereich müssen wir uns eben fragen, wie können wir das optimieren, wie können wir den Menschen, die das ja da im Verein eben sehr ehrenamtlich machen, die Möglichkeit geben, ihren Job noch besser zu machen. Ja, welche Hilfe brauchen sie? Vielleicht auch personelle Hilfe. Und das wird letztendlich auch ein wesentlicher Schwerpunkt sein. Das heißt, wir brauchen sicherlich eine deutliche Weiterentwicklung des OFC, sowohl in der Lizenzspielerabteilung wie auch im Nachwuchsbereich. Wir werden uns das ganz genau angucken, welche Konzepte da vorherrschen, welche Personalien dort wie eingeteilt sind, wer welche Aufgaben übernimmt. Und dann werden wir, ich will mal sagen, diese Fragmente von Konzepten, die ich bisher da erkenne, zusammenfassen, mit den jeweiligen Verantwortlichen, die jetzt dort sind, besprechen. Und anschließend werden wir dann ein Gesamtkonzept für den Verein entwickeln, der von der E-Jugend bis in die dritte Liga geht. Das wird nicht das gleiche Konzept sein, logischerweise, aber es wird ein zusammenhängendes, offenes Konzept sein, das uns die Möglichkeit zum Schluss irgendwann mal geben soll, dass wir aus dem Nachwuchsbereich in der Lage sind, nachhaltig die Profimannschaft mit Spielern zu versorgen, dass darüber hinaus aufgrund auch der Lizenzierung jetzt die Möglichkeit besteht, zusätzliche Einnahmen zu generieren bei Abgängen von Jugendspielern, die dann Verträge haben können, was bisher eben nur bei der U19 möglich war. Und unten drunter haben wir Spieler ausgebildet und haben sie dann für lau über den Main gehen lassen oder über den Rhein gehen lassen. Wir wollen da eine Nachhaltigkeit, wir wollen natürlich eine deutlich höhere Qualität auf Dauer haben, aber auch da wissen wir, wir reden hier von Geduld. Wir haben jahrelang eben jetzt zu wenig getan und wir werden jetzt nicht in 12 Monaten alles wieder ändern können, sondern wir werden da schon auch, deswegen ist mein Lieblingswort in diesem Bereich, nachhaltig arbeiten müssen. Das heißt, wir werden auch im Nachwuchsbereich Zeit brauchen, um diese Baustellen zu bearbeiten, noch einmal mit den Leuten, die da jetzt vorhanden und vor Ort sind. Und zu meiner Person, ich mache, wenn das Präsidium gewählt ist, würde ich mich eben als technischer Direktor zur Verfügung stellen. Der wird nicht gewählt, der wird vom Präsidium bestimmt. Das haben wir deswegen so gemacht, weil wir darstellen wollen, dass wir zukünftig den Verein und die GmbH in manchen Bereichen doch deutlich enger zusammenführen wollen, wie das die letzten 2 Jahre eben stattgefunden hat. Und zwar, das hat der Frank Ruhl wunderbar gesagt, nicht nur im finanziellen Bereich, wo eben von Seiten des Vereins auch darauf geachtet wird, dass zukünftig finanziell seriöser gearbeitet werden kann, so hoffen wir, sondern dass wir auch im sportlichen Bereich eine Schnittstelle bekommen, dass wir auch förderhin eben Themen miteinander direkt besprechen, so dass der Geschäftsführer Sport durchaus auch eng mit mir zusammen und mit dem Präsidium zusammen damit einhergehend arbeiten wird
und Themen, bestimmte Themenbereiche eben auch als Konzeption zusammen erarbeiten und wir dann darüber hinaus das versuchen natürlich dann auch umzusetzen. Das heißt, mit meiner Person ist auch im sportlichen Bereich, nicht nur im finanziellen Bereich über den Präsidenten, sondern im sportlichen Bereich eine Schnittstelle geschaffen worden zwischen der GmbH der Zukunft und dem Sportmanager der Zukunft oder dem Geschäftsführer Sport und meiner Person. Und damit sicherzustellen, dass eine weiterführende, nachhaltige Durchlässigkeit zwischen der Nachwuchsarbeit und der Lizenzspielerabteilung vorhanden sein wird. Ich werde jetzt nicht auf einzelne Details eingehen, vor allen Dingen schon gar nicht darüber hinaus auf Details, was beispielsweise die Lizenzspielerabteilung angeht, denn dazu ist mein Einblick in die GmbH aufgrund der Vorgabe, dass momentan eben dieses Team hier nicht gewählt ist und sich erst zur Wahl stellen muss, einfach schlicht und ergreifend ich nicht den genauen Einblick habe. Natürlich komme ich jetzt wieder zum Anfang meiner Ausführungen zurück. Ich weiß schon, wie ich gerne sehen möchte, auch auf Dauer, wie der UFC zu Hause zu spielen hat. Und zwar meine ich da natürlich nicht die Aufstellung. Das wird keinesfalls meine Aufgabe sein, in die tägliche Arbeit von irgendjemandem, ob das der Jugendleiter ist, der Trainer der U19 ist oder der Trainer der Drittligamannschaft ist. Da werde ich überhaupt nichts zu sagen haben, sondern mein Job ist es, nachhaltig, strukturell, konzeptionell zu arbeiten. Deswegen werde ich da auch keinesfalls im Vordergrund stehen bei dieser ganzen Thematik. Aber was ich möchte, ist natürlich schon, dass wir zusammen einen Weg finden, um den UFC dahin zu bringen, wo wir mal waren. Und da ist natürlich der Fußball, den ich gerade anberaumt habe, das heißt natürlich ein dominanter Sport, der mit hoher Willenskraft, mit hoher Kampfkraft und mit hoher Leidenschaft gespielt wird, schon priorisiert. Noch einmal, was nicht heißt, dass das übermorgen stattfinden muss, sondern auch das ist nachhaltig als Ziel für uns festgehalten. Wir wollen einfach wieder vorankommen, wir wollen die Lücken schließen, die andere uns letztendlich voraus haben und wollen sicherlich auch innerhalb einer vernünftigen Frist wieder in der zweiten Liga spielen und uns langfristig unter den Top 30 in Deutschland natürlich etablieren. Schönen Dank, Oliver Roth. Ich habe jetzt eins gelernt, also du erzählst uns eine tolle Geschichte über eine 5:0 Niederlage und du bist gefeiert worden, auf den Schultern getragen worden. Ich hoffe jetzt nur, dass also unsere heutige Mannschaft sich das nicht als Vorbild nimmt und jetzt das nächste Spiel ähnlich gestaltet. Dann haben sie möglicherweise die Zusammenhänge nicht erkannt, ja, weil wir sind aufgestiegen, ja, also, in diesem Jahr und deswegen konnte man das... Ja, das gut, also wollen wir sehen, dass das also, sagen wir mal, in die richtigen Bahnen gelenkt ist, diese Aussage. Gut, dann möchte ich bitten, Herrn Christian Heinemann sich mal ganz kurz vorzustellen. Inhaltlich wird er wenig sagen können, weil er noch kein Fleisch sozusagen vorliegen hat. Aber zur Person kann er doch einiges sagen. Bitte. Ja, vielen Dank. Guten Tag. Ja, ich bin Christian Heinemann, 42 Jahre alt. Ich bin Wahl-Heusenstämmer, bin Diplom-Betriebswirt, Volljurist und als Rechtsanwalt 10 Jahre in Offenbach tätig. Ich habe meine Kanzlei hier in Hoffenbach und beschäftige mich vorzugsweise mit Arbeitsrecht, Mietrecht, privatem Baurecht, gewerblichem Rechtsschutz, Handels- und Gesellschaftsrecht. Wenn das Präsidium, wie es sich hier vorstellt, gewählt wird, dann werde ich es rechtlich beraten. Und mein Anliegen wäre es zumindest für den UFC, dass ich rechtlich meinen Beitrag dazu leiste, dass es sportlich aufwärts geht. Vielen Dank. Ja, schönen Dank. Herr Heinemann wird insbesondere mir zugeordnet sein. Ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen, dass alle Personen, die hier oben auf dem Podium sitzen, natürlich ihre Dienste für den UFC unentgeltlich machen. Das heißt, auch Herr Heinemann wird uns unentgeltlich beraten, wie auch das Präsidium unentgeltlich arbeitet und auch der technische Direktor Sport unentgeltlich berät und arbeitet. Ja, meine Damen und Herren, das wäre so die Vorstellung. Und wenn Sie Fragen haben, würde ich Sie bitten, diese zu stellen. Bevor Sie die stellen, könnten Sie dann vielleicht sich kurz den Namen sagen und für welches Presseorgan Sie tätig sind. Also, Feuer frei, stellen Sie Fragen. Herr
Kollegin, Sie sagten, Sie haben schon einen kurzen Einblick gehabt in der Zeit als Sprecher des Senatorenclubs. Wie war denn der Einblick? Erfreulich oder weniger erfreulich in die Zahlen? Naja, lassen Sie mich mal so sagen, der war natürlich nicht super erfreulich, das ist klar. Es gibt zwei Dinge, die den OFC in der Vergangenheit ganz objektiv belastet haben. Das war zum einen, sag ich mal, der nicht gerade der sportliche tolle Erfolg, denn geplant ist ja schon seit mehreren Jahren der Aufstieg in die zweite Liga. Man hat erhebliche Anstrengungen unternommen und das hat natürlich letztendlich auch Geld gekostet. Das ist das eine. Das andere ist natürlich der Stadionneubau, der auch erheblich für den Verein jetzt, beziehungsweise dann natürlich für die GmbH, Kosten nach sich gezogen hat. Dann gab es sicherlich die eine oder andere unglückliche Individualentscheidung, was Mannschaft, was Trainer etc. angeht. Das war natürlich auch alles nicht ohne finanzielle Folgen. Und insofern ist es natürlich so, dass der OFC, das wissen Sie, erstens sowieso finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, aber doch ein erhebliches Schuldenpotenzial vor sich her wälzt. Grundsätzlich, mal, um das zu ergänzen, möchte ich sagen, dass der OFC ein großes auch wirtschaftliches Potenzial hat, das sich natürlich erst dann entfaltet, wenn wir erstmal in der zweiten Liga wären. Aber auch in der dritten Liga ist es durchaus möglich, die Dinge finanziell positiv zu gestalten. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, der OFC war auch in den letzten Jahren immer im oberen Drittel der Zuschauerzahlen und auch des Budgets. Ist jetzt vielleicht noch ein bisschen unbefriedigend, weil es nicht so wahnsinnig konkret ist, aber das muss eben erst dann in der Mitgliederversammlung sozusagen die neuesten Zahlen präsentiert werden, über die ich auch nicht verfüge. Ja, ich verfüge nur über Zahlen der Vergangenheit und da kann ich sagen, dass die Zahlen zum 30.06., denn das ist jetzt die Bilanz, die vorgelegt wird, ich mir nicht vorstellen kann, dass die besser sind als zum 31.12.2011. Aber das schreckt uns nicht ab. Wer bei Ihrer Wahl noch Platz für Berndt? Also wir haben im Prinzip zwei Posten geschaffen, einmal den sportlichen Geschäftsführer und einmal die Aufgabe der Rot übernimmt. Das ist dann eine nachgelagerte Entscheidung. Das wird mit Sicherheit nicht der Präsident entscheiden, sondern das wird dann eine Entscheidung der sportlichen Leitung, Führung sein, wie da verfahren wird. Also da möchte ich jetzt in dem Sinne gar nicht mutmaßen. Das ist eine Sache, die dann der Geschäftsführer Sport in Absprache mit dem technischen Direktor Sport zu fällen hat. Das hängt natürlich mit der ganzen Strategie zusammen. Wir wissen ja, dass Ramon Berndt ein sehr guter, ausgewiesener Mann ist und da auch seine Verdienste hat und auch an der Schnittstelle Profi-Amateurbereich arbeitet. Aber ich weiß nicht, ob Olli Roth da was dazu sagen will. Also von meiner Warte aus werde ich da bestimmt keine Entscheidung fällen. Also eigentlich haben wir ja alles zur allgemeinen Situation gesagt. Wir werden uns erstmal mit den ganzen Leuten zusammensetzen und uns, wie gesagt, wenn die Wahl gewonnen wird, also das muss man immer wieder voraussehen, dann werden wir uns mit allen Leuten erstmal zusammensetzen. Ich kenne Ramon Berndt Roth sehr gut aus alten Zeiten und ich weiß genau, was der kann und wo er seine Qualitäten hat und von daher werden wir uns mit dem zusammensetzen. Nur in dem Zusammenhang mit meiner Person, ne? weil du eben gesagt hast, ja, es gibt jetzt zwei Positionen und da hast du, es gibt einen operativen Bereich, der wird abgedeckt zukünftig mit zwei Geschäftsführern in der GmbH. Dann haben wir da einen Trainer, dann haben wir bei Ramon Berndt Roth, dann haben wir einen Geschäftsführer Sport. Ne? Da bin ich erstmal gerne dabei, das ist operativ. Tägliche Arbeit. Konzepte, ja, aber es ist, aber in dem Zusammenhang geht es um Operativen. Operativ haben wir zum Beispiel im e.V. Haben wir im Jugendbereich einen wunderbaren, sehr, sehr gut arbeitenden Jugendleiter. Da ist halt dann die Frage, ob man ihm vielleicht noch jemanden dazustellt. Da kann man auch darüber diskutieren, ob man
zusätzliche Mitarbeiter noch, also ehrenamtliche Mitarbeiter für diesen Bereich begeistern kann. Also da kann man Strukturen setzen als Team. Und uns geht es eigentlich darum, ein Team zu bauen. Ein Team in der e.V., im Präsidium, in der GmbH zu bauen, dass unter dem Strich jeder seine Aufgabengebiete klar definiert hat. Und wenn einer von denen rausbricht, genügend Leute da sind, dass die das dann wieder auffangen. Und von daher wäre ohne Probleme für Ramon Berndroth auch weiterhin Platz. Aber wie gesagt, ohne auf Personalien jetzt zu kommen, wir gucken uns das einfach dann in Ruhe an und schauen, wer wo am besten aufgehoben ist und sich wo am besten am wohlsten fühlt. Und dann setzt man sich zusammen und findet dann auch eine gemeinsame Lösung. Unabhängig jetzt von Namen. Ja. Gab es schon Gespräche mit potenziellen Sportgeschäftsführern? Wir wollen also zu Namen wollen wir hier nicht sagen. Wir sprechen natürlich mit verschiedenen Leuten, das ist klar, aber das sind alles keine konkreten Gespräche. Das sind Sondierungsgespräche, würde ich das mal bezeichnen. Also Entscheidungen sind schon überhaupt keine gefallen. Nee, das geht ja auch gar nicht. Das geht gar nicht. Aber natürlich macht man sich Gedanken, was wäre wenn. Natürlich macht man das, aber mehr ist es dann auch nicht. Ne? Also das ist ja klar, zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es überhaupt kein Mandat und von daher gibt es auch keine konkreten Gespräche. Dann würdest du noch ein Mandat für einen weiteren Vizepräsidenten geben, denn das bisherige Präsidium besteht aus Stand aus Präsident, zwei Vizepräsidenten und Staatsmeister. Bisher ist in Ihrem Team die Frau Klein als Vizepräsidentin aufgeführt. Wird da noch jemand dazu kommen? Die Frau Klein ist Vizepräsidentin und insofern ist das Präsidium erstmal komplett. Das heißt, es ist ja eher an der oberen Kante, wenn das vier Personen sind. Jetzt haben wir ja natürlich mit Herrn Roth, Oliver Roth, haben wir natürlich jetzt auch einen ausgewiesenen Sportexperten als dann, immer wieder unter der Voraussetzung, wir werden gewählt, einen technischen Direktor und ob es dann noch einen Vizepräsident Sport geben muss, eigentlich nicht. Also dieses Ressort von Volker Eckrich, Jugend, Nachwuchs, wird dann über Oliver Roth. Ja, also das ist momentan, wie gesagt, das sind alles Gespräche, die wir auch mit der Jugendabteilung führen werden. Also da haben die auch durchaus auch eine eigene Stimme. So wichtig sind sie nun mal. Und da bin ich auch schon mit Gerhard Schweier im Gespräch und dann schauen wir einfach mal, was wir brauchen. Und dann will ich nicht ausschließen, dass es irgendwann noch mal einen Vizepräsidenten-Sport gibt, aber kann auch sein, dass wir eben einen Jugendkoordinator einbauen. Ja, der dann eine ähnliche Funktion übernimmt, wäre auch eine Möglichkeit. Da werden wir in Gesprächen dann konkreter, wenn dann eben auch das Mandat enthalten ist und dann kann man sich darüber unterhalten, ist alles möglich, nichts ausgeschlossen. Sie haben bei den Zielen gesagt, wir wollen unter die 30 besten Mannschaften, wir wollen wirtschaftlich uns verbessern. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo irgendwas der Vorstand überhaupt antreten würde, ohne die Ziele sportlichen Erfolg und wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Können Sie ein bisschen konkret sagen, wie können Sie sich vorstellen, dass Ihnen gelingt, was jahrelang nicht gelungen ist? Ich meine, das Ziel aufzusteigen hatten alle Vorgänger, alle Vorstände. Ja. Könnten Sie vielleicht ein bisschen... Ja, das hängt natürlich meines Erachtens vor allem auch... Schauen Sie, fangen wir mal die Frage so rum an, die Beantwortung der Frage. Schauen wir uns mal an, wie erfolgreiche Fußballclubs geführt werden, wie sie aufgestellt sind. Wer ist erfolgreich? Ich sage Ihnen eins, die erfolgreichsten, wir brauchen gar nicht bei Bayern München und so weiter anzufangen, das sind die Clubs, die meines Erachtens organisatorisch und vom Management her hervorragend aufgestellt sind, die in den Abläufen hervorragend aufgestellt sind, die professionelle Leute arbeiten, dann jeweils für den Teilbereich. Ja? Also wir müssen immer diese Teilbereiche sehen, kaufmännisch, finanziell und sportlich. Wir haben bisher keinen sportlichen Geschäftsführer. Wir hatten bisher einen Halbtagsgeschäftsführer im kaufmännischen Bereich. Natürlich hat der vieles durch persönliches Engagement ausgeglichen. Aber ich bin schon der Auffassung, dass wenn wir hier mal eine professionelle Mannschaft aufstellen, dass wir hier sehr viele Möglichkeiten auftun können, um letztendlich dann auch durchgreifend auf die Mannschaft,
auf den Trainer, auf das ganze Umfeld einwirken können, um auch die Mannschaft dann operativ erfolgreich werden zu lassen. Es scheint mir eben doch tatsächlich so, dass wir doch erhebliche, in der professionellen täglichen Arbeit erhebliche Lücken haben. Wenn ich mir bestimmte Verträge, die ich gesehen habe, anschaue, da muss ich sagen, die Verträge hätte ich so nicht abgeschlossen. Ich hätte mir mehr Zeit gelassen. Ich hätte härter verhandelt. Ich hätte länger verhandelt. Ich hätte mich mehr auf Fachleute berufen. Insbesondere was die sportliche Seite angeht. Ja. Jetzt haben wir hier mit Oliver Roth natürlich einen ausgewiesenen Experten. Ich sage mal auch hier auf unserer Ebene. Das soll sich natürlich fortsetzen dann auf der Geschäftsführungsebene. Da wollen wir natürlich einen Top-Mann haben. Natürlich immer Top-Mann jetzt in unserem Verständnis. Also dritte Liga. Und das ist natürlich dann schon mal die erste, meine ich, bin ich fest davon überzeugt, die erste Miete, um erfolgreich zu sein. Wir haben mit Barbara Klein einen exzellenten, hervorragende, besser geht überhaupt nicht, Kraft, um Wirtschaft, Politik, Verbände, all die, die was zum finanziellen Gelingen dieses Projektes beitragen können, eine hervorragende Botschafterin. Ich werde meinen Teil auch dazu beitragen. Die Senatoren werden im Übrigen auch ihren Beitrag leisten. Das heißt, wir haben schon auch eine kampfkräftige Truppe im Hintergrund, die in die Wirtschaft hinein, bei den Sponsoren wirken können und natürlich dann unsere Marketing-Erträge, sage ich jetzt mal ganz allgemein, Marketing ist ein allgemeiner jetzt können wir das unterteilen in Merchandising, wir können das unterteilen in die Werbeverträge etc. Da werden wir natürlich unsere ganze Kraft drauf wenden, dass wir hier, ich sag mal, mehr Geld in die Kasse reinspülen können. Und da ist natürlich jetzt hier in diesem Präsidium, in diesem Präsidium, was sich zur Wahl stellt, wir sind ja nicht gewählt, ich muss es immer wieder sagen, natürlich kampfkräftig ist, tatkräftig ist und die Türklinken putzt. Die einfachen Dinge des Sales-Management macht. Und ich glaube, Olli Roth hat eindrucksvoll geschildert, was im sportlichen Bereich zu tun ist. Und da ist es auch, das ist auch wieder harte, einfache Arbeit, die da zu tun ist. Natürlich mit entsprechendem Fachwissen und Fachkönnen im Hintergrund. Ich meine, ich kann Ihnen jetzt hier schlechterdings eine Bilanzanalyse, erstens habe ich die Bilanz, die neueste nicht, ne? Also das muss halt, es ist halt so, wir können im Moment mehr Gefühle als Fakten rüberbringen, weil wir eben nicht sozusagen die institutionellen Möglichkeiten haben. Herr Roth, hatten Sie ja eben gerade selbst nochmal betont, es ist immer wieder davon die Rede, wenn die Wahl gewonnen wird, Stand heute gibt es ja offenbar noch gar keinen Gegenkandidaten. Oder wie ist denn Ihr Kenntnisstand? Wird es oder ist da mit was zu rechnen aus Ihrer Sicht oder Ihrem Kenntnisstand zu folgen? Und die nächste Konsequenz dann dementsprechend, wie würden Sie zum Beispiel mit einem Geschäftsführer Jörg Hamm-Bückers dann erstmal umgehen? Da gab es ja im Vorfeld diese Missstimmung. Das wurde ja anscheinend dann im Gespräch, glaube ich, mit Verwaltungs- und Aufsichtsrat ausgeräumt. Dennoch steht ja noch im Raum, dass der Verwaltungsrat sich wohl halt mehrheitlich gegen Sie ausgesprochen hat. Inwiefern erschwert es dann nochmal die Arbeit für Sie, wenn Sie Präsident sind, aber in einem Verein mit einem Verwaltungsrat arbeiten, der mehrheitlich gegen Sie gestimmt hatte? Ja, also fangen wir mal an mit dem Gegenkandidat. Das liegt natürlich nicht in meiner Hand. Soweit ich weiß, gibt es noch keinen, aber ich lasse mich da gern belehren. Wenn es einen gäbe oder gibt, ja, dann ist es das gute Recht desjenigen, der sich zur Wahl stellt. Ich meine, das ist ja ganz normal. Wir sind ja alles Demokraten und wenn sich ein Team stellt, dann haben sie das Anrecht, gehört zu werden und haben auch das Anrecht, gewählt zu werden. Also das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Ja. Also da kann man sich in dem Sinne gar nicht gegen äußern. Man kann sich zu seinem eigenen Team äußern. Eine Gegenkandidatur ist immer möglich und ist legitim und ist in Ordnung. So, zu der Sache Hamm-Bückers. Ja, der Hamm-Bückers ist Geschäftsführer und sofern wir die Wahl gewinnen, müssen wir natürlich uns mit der Geschäftsführung auseinandersetzen. Herr Hamm-Bückers hat mal irgendwo in einem
Interview oder in einer Pressekonferenz geäußert, dass er mit mir nicht zusammenarbeiten will. Ich werde sowas nicht äußern, werden Sie von mir nicht hören. Und dann muss man einfach mal sehen, wie man da professionell mit umgeht. Ja? Ich meine, ich habe ja eine Zeit lang mit ihm auch mal, sagen wir mal, in dieser Zeit vor dieser Pressekonferenz oder vor diesen Entscheidungen oder dieses Rücktritts, wie immer man das bezeichnet, mit Herrn Bückers eigentlich ganz gut zusammengearbeitet. Ich habe diese Reaktion ehrlich gesagt bis heute nicht verstanden. Aber damit lasse ich es auch bewenden. Und das andere ist Verwaltungsrat. Ja gut, der Verwaltungsrat hat sich damals gegen mich ausgesprochen, das muss ich also doch nochmal sagen, in einer Sitzung, die kurzfristig anberaumt wurde und an der ich überhaupt nicht teilgenommen habe und auch nicht teilnehmen konnte. Und insofern war das natürlich eine eher einseitige Verwaltungsratssitzung, sage ich mal. Ja. Ich nehme an und bin davon überzeugt, dass alle die, die im Verwaltungsrat sind, übrigens auch die, die im Aufsichtsrat der GmbH sind, professionell genug sind, um Wahlergebnisse, wenn sie mal dann so zustande kommen, zu akzeptieren. Und in der täglichen Arbeit wird auch der Verwaltungsrat sehen, oder täglich ist vielleicht übertrieben, in der periodischen dann, wenn man eben zu einer Sitzung zusammenkommt oder zu einer Beratung zusammenkommt, wird auch der Verwaltungsrat sehen, dass wir miteinander professionell und auch anständig miteinander umgehen können. Und Sie werden sehen, dass der Verwaltungsrat von diesem Team stärker, noch stärker gefordert wird, mehr und bessere Informationen bekommt. Und in diese Arbeit, in die strategische Arbeit, denn nur das kann ja die Aufgabe eines Verwaltungsrates sein, wie auch das des Aufsichtsrates, dass er da voll eingebunden ist und wird und dass das eine meines Erachtens einer zufriedenstellenden, guten Zusammenarbeit nichts im Wege steht. Das ist für mich eine Frage der Praxis dann nachher. Also ich gehe da vollkommen ideologfrei, gehe ich daran an die Arbeit. Jetzt sind Sie ja ein Wirtschaftsfachmann. Inwiefern lassen sich die Erfahrungen, die Sie auf beruflicher Ebene gesammelt haben, auf einen Verein 1:1 übertragen? Weil es ist ja, sag ich mal, beim Club natürlich so, dass die Faktoren, die von außen mit einspielen, durch Umfeld, Fans, Zuschauer, doch teilweise doch ja, wesentlich intensiver und größer sind als vielleicht in einem Wirtschaftsunternehmen. Ja klar, jedes Unternehmen übrigens, ich habe bei verschiedenen Unternehmen gearbeitet und arbeite heute auch für verschiedene Unternehmen, auch in unterschiedlichen Ländern. Die Herausforderungen sind auch immer unterschiedlich. Also so kann man das auch nicht sagen, Wirtschaft ist kein Monolith, ja, also Wirtschaft ist Wirtschaft, sondern die Wirtschaft ist auch immer total unterschiedlich. Ob Sie heute ein Konsumgüterunternehmen haben oder ein Anlagenbauunternehmen, ist auch alles total unterschiedlich. Aber Sie geben Ihnen natürlich in einem Recht, in einem Verein ist natürlich das Umfeld, Stichwort Fans, Öffentlichkeit etc., ist natürlich viel intensiver, beziehungsweise Fans hat man in der Wirtschaft normalerweise nicht. In der Wirtschaft hat man grundsätzlich Gegner, weil der Aktionär will immer mehr haben, als man bereit ist zu geben. Also das ist mal zu dem Thema. Aber es stimmt natürlich, das ist eine Herausforderung. Das ist aber eine Herausforderung für jeden, der das Amt ausüben will. Und damit muss man eben klarkommen. Das ist halt ein Erfahrungswert. Ja? Im Übrigen möchte ich aber eins auf einen Umstand hinweisen. Wir sagen immer Verein. Wir müssen meines Erachtens ein bisschen trennen. Ich habe das auch in meiner Vorstellung meines Konzeptes ganz klar getrennt. Es gibt den Profibereich und es gibt den Verein im engeren Sinne. Ja, der Verein im engeren Sinne, also Amateur-Jugendbereich, ist sicherlich anders zu führen. Vom Impetus her, ja? Kameradschaftliche Vereinsführung habe ich das mal genannt, als einen Profiklub, wo ich sage, doch, das ist ein mittelständisches Unternehmen und da gibt es doch sehr große Parallelen. Natürlich noch mit dem Zusatz Fans, Öffentlichkeit etc., damit muss man umgehen. Aber ich habe, darf auf meine Person jetzt mal ein bisschen hinweisen, ich habe darauf sehr geachtet, indem ich frühzeitig zum Beispiel Barbara Klein gewonnen habe, die ja ein ganz hohes Ansehen auch bei den Fans, nicht nur in der Wirtschaft, Öffentlichkeitsgesellschaft, sondern eben gerade auch bei den Fans hat.
Und das hat Sie ja geradezu befähigt und prädestiniert, diese Aufgabe zu übernehmen. Also werde ich mir auch auf dem Gebiet Anleihe nehmen von ihr und von ihr lernen, genauso wie ich von Olli Roth lerne und Anleihe nehme. Aber von einem, glaube ich, verstehe ich schon eine ganze Menge. Vom Geldzählen und vom Veränderungsprozessen. Na wohl, der Remo Kutz ist vor einiger Zeit aus dem Senatorenclub ausgeschieden. Das heißt, da soll es irgendwie zu Meinungsverschiedenheiten gekommen sein. Können Sie dazu was sagen? Remo Kutz war eine Zeit lang, kurze Zeit war er Mitglied im Senatorenkreis. Er hat die Ziele des Senatorenkreises nicht geteilt und ist dann, hat sich sozusagen verabschiedet. Das ist nicht als Krach bezeichnet, sondern es gab halt unterschiedliche Auffassungen. Kann man das näher definieren, was da die unterschiedlichen Zielvorstellungen waren? Ach, das möchte ich jetzt nicht sagen. Das bezog sich insbesondere auf die alte Vereinsführung. Ich glaube, sagen zu dürfen, Herr Kutz hatte da radikalere Vorstellungen als wir. Vor der Saison war die Lizenz ganz massiv wieder einmal bedroht. Es wurde auf den letzten Drücker nur noch geschafft, die Lizenz zu bekommen. Wie groß sind denn Ihre Befürchtungen, dass es eine böse Überraschung geben könnte bei Ihrem Blick in die Bücher? Ja gut, ich meine, Überraschung kann es natürlich immer geben, aber ich gehe mal davon aus, und ich war ja teilweise sogar mit dabei, dass die Lizenzerteilung, also das war in Ordnung, wie das gelaufen ist. Es war natürlich wieder mal auf dem letzten Drücker, da gebe ich Ihnen recht. Aber okay, geschafft ist geschafft. Ne? 4 Minus ist auch bestanden. Aber es ist natürlich, es ist klar, 4 Minus kann auch mal irgendwann 5 geben. Ne? Aber das wollen wir gerade verhindern in unserer Mannschaft. Deswegen reden wir ja an. Ich wollte mich auch versuchen, auf den Gnadenweg, wie das ja schon bei den Offenbacher-Kickers früher war, die Lizenz zu erreichen. Denn das haben wir ja auch alle, die Älteren, die dabei sind, auch schon erlebt. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was einem Verein passieren kann, dass man zu dem DFB geht und sagt, wirklich, bitte, bitte. Und sonst wären wir nicht mehr existent und sind nicht mehr existent. Ihr müsst uns wenigstens so lange die Lizenz geben, dass wir uns ein bisschen saniert haben. Und ich denke, so weit soll es eigentlich nie mehr kommen, denn ich habe diese Zeit miterlebt mit meinem Mann. Das ist sehr peinlich, sehr unangenehm, es bleibt nicht immer irgendetwas hängen und das sollte man eigentlich grundsätzlich vermeiden. Das sollte verbieten werden. Das mit dem Gnadengesuch, wie lange ist das her? Kannst du das mal kurz sagen? Ja, bestimmt 28, 30 Jahre. Ja, sind schon etwas länger dabei. Wir haben diese Dinge also kleiner gehalten. Der Herr Bauer als Sprecher der Senatoren möchte ich noch sagen. Ja, ich kann Ihnen die Begriffen legen, bitte. Ja, ich bin der Meinung, dass Sie es in meinem Namen sagen. Wir wollen uns in diesem Namen Arbeit für uns alle, auch für uns. Ist ja auch ein bestimmter Begriff für uns alle, dass wir Uniformen agieren. Das heißt, im Klartext, wenn die Wahl stattfindet, sind wir also im Gespräch, um unseren Kreis zu erweitern. Das heißt, um uns zu stärken. Zu stärken heißt, den Verein zu stärken. Und da sind wir dran, uns an 2 Leute schon, wo es auf Physik springen. Vielleicht wollen wir nach dem Kreis noch weiter erweitern, aber wir werden darauf achten, dass diese Länder zu uns passen. Zu uns hier, dementsprechend auch zum Präsidium. Ich will mal damit erwähnen, dass wir also gerade im Gespräch sind, um uns besser noch aufzustellen und dann finanziell nehmen. Ja. Ich habe von Oliver Roth noch ein Zitat irgendwie in Erinnerung, müsste er mich gegebenenfalls mal korrigieren, aber er hatte vor einigen Jahren mal bemängelt, dass Kickers Offenbach sein Potenzial nicht ansatzweise ausschöpfen würde.
Wenn man das mal versucht, jetzt an der Zahl zu veranschaulichen, wo steht denn Offenbach, Kickers Offenbach beim Potenzial, bei der Ausschöpfung des Potenzials ungefähr jetzt momentan? Wir haben jetzt nur das Stadion, das ist schon voll anders. Wir haben ein Mini-Arena-Netz auch für den Nachwuchsbereich, Möglichkeiten, um qualitativ hochwertiger zu arbeiten. Von daher hat sich das Potenzial der Kickers von der Hardware sogar deutlich verbessert. Auch was die Vermarktung angeht, ist das gerade auch dann, wenn es in die zweite Liga ging, nochmal ein deutliches Potenzial obendrauf, 5%. Das ist schwierig zu sagen, denn das kommt immer noch an, wo du anfängst zu zählen. Ja? Aber ich glaube einfach, dass das in einer Fanzahlung sozusagen von vielen klaren Wesen in Deutschland ist, es sind viele Traditionsvereine, denen es noch deutlich schlechter geht als uns. Von daher kann sowas immer in die Hosen gehen, aber ich glaube einfach, dass gerade jetzt mit den neuen Möglichkeiten, die man hat, jetzt die Chance hat, wenn man so will, den Verein mit den alten Wurzeln letztendlich nichtsdestotrotz zu modernisieren. Und da denke ich, da ist noch wahnsinnig viel Potenzial da. Wenn man sich auch personell, nicht nur inhaltlich, sondern auch personell breit aufstellt. Und ich hatte mal jemanden, der zu mir gesagt hat, gute Leute umgeben sich auf einen guten Leuten. Und von daher hoffe ich auch, dass das, was wir darstellen, gute Leute sind für die Kickers. Und darüber hinaus versuchen wir dann auch gute Leute dazu zu bekommen. Die sind nicht immer, ich will mal sagen, leicht zu führen. Ja? Das darf es aber auch gar nicht sein, sondern man muss kontrovers diskutieren können und muss auch erkennen können, wenn man auf der falschen Bahn ist. Und mit Verlaub, es ist nicht so, dass ich in den letzten Jahren nicht auch mit der, sagen wir mal, mit den Leuten, die jetzt nicht mehr abgegangen sind, auch in Kontakt war. Auch da wurde ich gefragt, ob ich was tun würde für den OFC. Mehrfach sogar. Der Punkt war nur, dass wenn ich angefangen habe zu sagen, was ich alles ändern würde, es relativ schnell dann zu dem Punkt kam, dass die Gespräche geändert wurden. Weil das hätte auf jeden Fall bedeutet, mehr Leute, bessere Leute, dann akzeptieren, dass es eine andere Meinung gibt, mit der man sich dann auch auseinandersetzen muss. Das hat deswegen nicht funktioniert. Es ist aber keineswegs so, dass ich für meine Person in den letzten Jahren mich nicht um die OLC gekümmert habe, sondern ganz intensiv die letzten 2 Jahre gab es auch eine Gruppe, der ich anwende, die OLC-Fans sind, die das alles von einer gewissen Distanz aus betrachtet haben und im Grunde genommen darauf gewartet haben, dass sich was tut, damit man sinnvoll und zielführend für den Verein was machen kann. Und das die Möglichkeit haben wir wahrgenommen und es ist ganz sicherlich so, dass Frank Kuhle und ich muss man mal zu bestimmten Leuten sind, die können wir bestimmt mal kontrovers diskutieren, aber das kriegen wir völlig tief und entspannt hin und zum Schluss kommt da was Gutes dabei raus und davon bin ich überzeugt und deswegen stelle ich mich auch diesem Team zur Verfügung. Gibt es noch Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall, dann darf ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit und ja, kann hoffen, dass es für den OFC am nächsten Samstag 3 Punkte gibt. Oder noch ein bisschen schlechter in der Tabelle. Für Daumen geht es ja letztendlich. Schönen Abend.